Olli sich? Nein, ist immer noch. Ist immer noch nicht. Warte. Doch, ist es. Mit den Pfeiltasten. Warte, warte. F5 erstmal. Warte. Pass auf die Bum-Bum-Brüder auf, Mo. So, da gibt es auch irgendwie eine Rampe, wo man drüber fahren kann. Wir haben total den Linksdrift. Also, der. Wie gesagt, auf die Rampe vielleicht. Ich glaube, man muss irgendwie auf die Rampe fahren. Dann muss da drüber. Komm hier rüber und ramm mich. Ja, in welchem Auto bist du? Ja, komm, ramm sie. In dem blauen, glaube ich, war sie. Frontal. Ne? Okay. Fahr mal so ein bisschen, ich glaube, über die Rampe. Irgendwas war mit den Rampen. Ich glaube, du kannst dich so ausschalten. Der Wagen ist verreckt, als ich drauf gelandet bin. Sieht aus, als hätten die Jungs einen Glasschaden. Okay. Vielleicht muss ich erst die anderen ausschalten. Kann sein. Nein, da aufschieben. Irgendwie muss man sie, glaube ich, davor quasi einklemmen. Den anderen Autos nicht ewig ausweichen. Ja, fahr noch mal zu ihr, vielleicht geht's jetzt. Oh, das war hinten. Oder ist sie die gelbe? Probier's einfach mal. Fahr mal hier über gleich über die. Der rammt mich immer, hält mich fern. Ja, ich glaube, die gelbe ist sie. Kommen wir gar nicht ran. Ja. Ja, dann macht Sinn, dass wir die erst ausschalten, weißt du? Jede der einzelnen Rampen ist quasi für die. Ja, probier's nochmal. Weil, wenn die da oben schon festklemmen, quasi. Ah, dann muss. Was soll das für eine Scheiße? Warte mal. Okay. Das ist auch nur noch der blaue, ne? Grün war ein Gas. Grün war auch irgendwo noch. Scheiße. So, also, um es mal eben kurz zu erklären, die Steuerung ist natürlich beschissen. Das ist wie so ein Scooter, ne? Ja. Ein rutschiger Scooter. Guck erst mal, dass du wirklich nach unten rechts kommst. Und hier bin ich dann auf einmal zu weit an der Wand dran, dass du dann dass ich stoppe. Bremst mal kurz unten an der Rampe. Das ist für richtig fein. Nee, warte, vielleicht muss ich auch erst den grünen alle machen, bevor ich den. Wo hängt denn der ab, beziehungsweise was muss man gegen den tun? Na, da ist einer. Willst du den? Achso, ja, den aus dem Weg schieben. Das gibt's doch nicht, was muss man machen? Ja, es ist eigentlich klar, du musst zu Maureen, aber du musst die anderen erstmal. Ich weiß halt nicht, wir kriegen den nicht nah genug dahin, wo der fliegen kann. Ich glaube, da muss man noch irgendwas anderes machen. Hier ist man absolut zu langsam irgendwie. Selbst wenn ich die Wand nicht streife.
Schnipsen. Was ist, wenn du den braunen Wagen... Oh, warte. ...irgendwie verschiebst, vor die andere Rampe, dass der... ...mehr Sprungfläche hat? Also nicht vor die Rampe, wo du rauffährst, sondern hinter die Rampe, dass du da einen weiteren... Natürlich die Frage, kommst du den noch nach oben? Wahrscheinlich nicht. Das ist wahrscheinlich verkackt. Wenn das der Plan hinter den Entwicklern ist. Also du kriegst ihn nicht mehr nach oben. Jetzt kannst du nur noch hoffen, dass du den vielleicht um die Ecke kriegst. Ja, warte, ich schieb den die Rampe hoch. Ansonsten müssen wir wahrscheinlich neu laden. Wenn das jetzt das Rätsel ist, was dahinter steckt. Ah, Gott sei Dank. Ja, schick mal hoch. So. Ah. Die Rampe ist doch viel höher. Okay, oh, Bum-Bum, okay. Brüder. Eure Zeit ist vorbei. Schnappt ihn euch! Was macht ihr denn? Macht ihr einen Mittagsschlaf oder was? Uns aber nicht gesehen hat, was passiert. Ja, Idioten. Ja, jetzt macht er okay, den Crash. Zeit fürs große Finale. Mach schon, ich will sterben. Also ist die Sequenz. Oh, da ist Mo geflogen. Ja. Was ist das? Es ist der unbekannte Rächer und er steht in Flammen. Los, einen riesigen Applaus, Leute. Der Stier. Ablauf. Wir sollten ihn wirklich sofort löschen. Mal da oben ist Max. Ja. Ja, wir müssen jetzt... Das ist eine tolle Todvortäuschung. Gibt's am Rand erstmal irgendwas, wo du fliegen kannst? Wahrscheinlich da durch den einen. Dies ist der strahlende Moment deines Lebens. Ich mach keinen Doppelklick. Kann ja auch sein, was passiert. Nun ja, sollten wir ihn nicht löschen. Das ist der Weg nach draußen, aber ich komme nicht durch diese Tür. Okay. Basti, tust du mir einen Gefallen und drehst da mal an meinen Anschluss. Ich habe nur Ton auf dem rechten Ohr. Das Stadion scheint Feuer zu fangen. Ach so. Einfach alle ruhig und... Ihr habt recht. Das Derby ist vorbei. Da oben stand, glaube ich, der Preis. Ja, ich weiß jetzt nur nicht, von wem der mitgenommen wurde. Endlich. Und jetzt zerquetscht dieses Glühwürmchen, solange es noch leuchtet. Sieh nur, wie er läuft. Wir können nichts steuern. Ich kann nichts machen. Ah, doch jetzt. Kannst du fliehen nach links? Ah, jetzt ist es wieder irgendwie. Ja, nee, wenn du nach links gehst, dann kannst du dein Inventar? Nein. Ah, doch, jetzt. Okay, das macht keinen Sinn, glaube ich. Wenn du nach links gehst, kommt der an. Ja, das ist nicht am Renner zurück. Aber. Kannst du runtergehen, wenn... Vielleicht, wenn die rückwärts fahren. Jetzt. Oh, jetzt sind sie hier oben. Ich komme nicht dran. Ah, ich bin auf deren Auto. Ja, oder musst du da ins große Feuer? Du hast ja einen Asbestanzug. Und die haben irgendwie Probleme gleich. Da ist eine Sequenz wieder. Was ist passiert?
Habt ihr ihn erwischt? Endlich haben wir ihn erwischt, Bolas. Das bedeutet, Ripburger wird uns jetzt zu Direktoren machen müssen, wie er es versprochen hat. Und außerdem muss er jedem von uns 10.000 Aktien geben. Seltsamer Geruch. Was ist das, die Temperaturanzeige? Haben die nicht gecheckt, dass sie... Nun, andererseits habe ich gerade 20.000 Aktien zusätzlich bekommen. Zeit für die Aktionärsversammlung. Jo. Auf dem Boden verteilt, Mr. Recher. Was? Wo ist die tief sentimentale Verbundenheit zum alten Motorrad deines Vaters geblieben? Ben, es ist nur ein Motorrad. In einer halben Stunde habe ich das wieder zusammengesetzt. Eine halbe Stunde. Vorausgesetzt, ich finde diesen Schlüssel. Okay. Was für einen Schlüssel... Von was für einen Schlüssel redest du? Wie viel Zeit haben wir jetzt eigentlich noch in dieser Aufnahme-Session? Der Schlüssel zum Safe von meinem Dad. Also 12 Minuten. Ich erinnere mich, dass er ihn irgendwo an seinem Motorrad versteckt hielt. Aber ich habe überall nachgeschaut und kann nichts finden, das auch nur so aussieht wie ein Schlüssel. Es ist das Foto, was ich doch nicht mehr bei mir habe. Was ist so Wichtiges in dem Safe? Was ist so Wichtiges in dem Safe? Das Testament meines Dads. Ich hoffe, dass er endlich die Wahrheit über mich erzählt. Warum hat er dich all die Jahre immer geheim gehalten? Er wollte nicht, dass die Leute das mit meiner Mom rauskriegen. Was ist so schlimm mit Mrs. Corley? Sie war nicht meine Mom. Ah. Mhm. Also, der ist fremdgegangen oder was? Anscheind. Aber wie kommen wir in die Fabrik rein? Das sagt Ben, nicht sie. Hinter der Fabrik ist ein geheimer Eingang, der direkt in Dads Büro führt. Er hat mich immer heimlich reingeschmuggelt, damit ich ihm bei den Motorradentwürfen helfen konnte. Als er zu alt wurde, um die ganze Arbeit selber zu machen? Nein, da war ich erst 6. Wie finde ich den geheimen Durchgang? Das sind die Fragen, die gestellt werden müssen. Genau. Das interessiert die Nation. Durchgang? Nun ja, es tritt ein bisschen überall gegen. Du musst warten, bis alle Messgeräte auf Null stehen. Dann trittst du an der richtigen Stelle gegen die Wand und du bist drin. Was ist denn die richtige Stelle zum Treten? Wie finde ich die richtige Stelle zum Treten? Dad wusste genau, wohin man treten muss. Aber ich erinnere mich an diesen großen Riss in der Wand. Und wenn ich mich so gestellt habe, dass ich diesen Riss auf Augenhöhe hatte und dann direkt vor mir gegen die Wand getreten habe, dann ging diese verrückte Tür auf. Okay. Und wenn ich die Stelle nicht finde? Stell dich einfach auf Augenhöhe mit dem Riss, warte, bis die Messgeräte auf Null stehen und dann tritt. Okay. Damit zu treten ist ziemlich vage. Wo sind wir hier eigentlich? Das ist ein C330 Großmoll-Jumbo-Transporter für Industriegüter. Den haben wir wieder aufgemöbelt. Wir wollen ihn wieder ins Rollen bringen, dann können wir ihn zu Biker-Rallies mitnehmen. Ihr wollt versuchen, mit dem Ding rumzufliegen? Rollen, Ben. Rollen. Dieses Baby hat seine beste Zeit schon lange hinter sich. Das fliegt nicht mehr. Ich wollte noch einmal, bevor wir in der Arena waren, das Augenmerk auf die dicke Frau mit der nietenbesetzten, hatte die so einen Slip, so einen nietenbesetzten Slip über ihre ganzen Wampe gezogen, so. Das sah ziemlich komisch aus. Der Teil mit dem wie war der Flug? Naja, irgendwas ist explodiert, als es losging und ich bin in einem Minenfeld gelandet. Aber abgesehen davon lief alles prima. Mir geht's eigentlich ziemlich gut, danke der Nachfrage. Mir geht es übrigens gut, danke der Nachfrage. Aha, großartig. Jetzt hilf mir, den Schlüssel zu suchen. Erinnerst du dich noch an die Zeit, als du mich umbringen wolltest? Ja, damals. Erinnerst du dich noch an die Zeit, als du mich umbringen wolltest? Ja, wir haben dir echt eine spannende Lektion erteilt. Tut mir leid. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ja, ist gut. Ja. Teile. Untersuchen. Okay, beide Tasten machen immer die Geräusche. Ich weiß nicht, ob's... Oh, der hat das auch geklappt. Warte mal. Sollen wir uns da irgendwie mal was notieren? Das ist doch bestimmt ein Safe-Code. Oh. Oder? Hundertprozentig.
B. Warte. Noch mal kurz hier Smartphone. Also, wir haben folgende Codes. Ja, warte, wir fangen links an. 15, 44, 92. Okay, Basti tippt sich was ein. 8, 9. 8, 9. Ich glaube, das ist eine 7. Das ist aber auch eine 1. Ne? Ja, gucken wir mal. Nehmen wir mal die amerikanische Schreibweise für 7. 4, 8, 0, 5, 3. B. B, 6, 7. Ja. T. Ja. 9, 3. So. Das könnte eine 1. 12. 12, 7, 40, 8 würde ich sagen. Ja. So. Was? Ich glaube nicht. Marine. Mehrteile gibt's nicht zu untersuchen. Sieht beschäftigt aus. Nee, ist immer dasselbe, glaube ich. Okay, tschüss. Hier, nimm die Fotos. Ich will sie nicht. Zeig sie jemand Wichtigen, wenn du Gelegenheit dazu hast. War das Absicht, dass diese zwei Sets jetzt kamen, als er weggefahren ist? Ich glaube, da hast du dich verklickt, irgendwie, dass er beides gemacht hat. Okay, wir haben die Fotos bekommen. Mo hat mir die Fotos von dem Mörder ihres Vaters gegeben. Kann man hier den Rechtsklick angucken? Schauderhaft. Schauderhaft. Ja, das war schauderhaft. Okay, der Riss ist hier quasi an der Wand. So, das ist, glaube ich, jetzt 0 und dann müssen wir gegentreten. Anscheinend. So können wir... Warte. Ja, mach mal da gleich. Das ist aber nicht auf. Erstmal treten. Ja, ja. Ne, ich glaube, das ist weiter rechts. Da, hier. Da werden wir es machen. Das war irgendwo hier in dem linken Bereich des Bildschirms. Oder aber genau gegenüber von der Lupe. Ja, aber hier ist halt überhaupt kein Riss auf Augenhöhe auf der linken Seite. Ja. Ich meine halt, vielleicht ist der Riss unterhalb dieser Uhr da, dieses etwas schroffige. Ah, Gott sei Dank. Ah, so Leute, wir werden nicht... Der ist automatisch rein. Ja, okay. So. Ich geh wieder raus. Tschüss. So, tschüss Leute. Bis zum nächsten Mal.